was ist das? Es hat ein braunes Fell, sitzt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern in einem Auto und singt ein Lied von gegrillten Katzen. 81 Schmortopfkatzen schleppt er auch noch für mich an. 80 Katzen. Jetzt reicht es aber allen. Und mit Sauerkohl gefüllt. Aber wirklich genug. 79 friere ich ein. Ach, wie schön kann Weihnachten sein. Jetzt reicht es aber endgültig. Wirklich, es ist schrecklich. Gut, nicht nur, dass wir Weihnachten in einer trostlosen Hütte ohne fließend Wasser verbringen müssen. Jetzt dürfen wir auch nicht mehr singen. Natürlich darfst du singen, nur nicht von... Na, du weißt schon, wovon. Wovon? Vom Katzenrösten. Vom Rösten war gar nicht die Rede, sondern vom Braten, Grillen, Schmoren. Du weißt genau, was wir meinen. Ja, ich ahne es. Keine Katzenlieder. Ob wir wohl Schnee kriegen? Naja, ich hoffe es wenigstens. Na toll, kein fließend Wasser, keine Katzenlieder und wahrscheinlich kein Schnee. Wir hätten dich auf den Gepäckträger schlagen sollen. Warum halten wir hier an? Weil wir da sind. Hier werden wir Weihnachten feiern. Warum habt ihr nicht einfach eine Krippe gekauft? Ach, Alf, du bist wirklich ein Dödel. Sieh's dir erstmal an. Sieh du für mich mit. Ich nehme erstmal das Plumpsklo im Freien unter die Lupe. So. Also, wie findet ihr es? Ja. Es ist, rustikal. Ich finde es sehr hübsch. Weißt du, Brian, als ich in deinem Alter war, haben wir hier einmal mit der ganzen Familie Weihnachten verbracht. Und ich glaube nicht, dass Mr. Foley, dass er hier Wesentliches verändert hat. Die Küche könnte er ruhig wesentlich verändern. Seht mal, hier, da haben wir unsere Strümpfe aufgehängt. Und der Weihnachtsbaum stand genau da. Und an Heiligabend gab es heißen Apfelwein mit Zimt und Nelken und wir haben Weihnachtslieder gesungen bis in die frühen Morgenstunden. Und das wird wieder so ein Weihnachten werden, so ein richtiges Fest voller Wärme und Liebe und Freude. Hilfe, Hilfe! Ich stecke im Plumpsklo fest! Wir machen das Beste daraus. Oh. Ja, Sie machen wirklich das Beste daraus. Wenn die anderen Familienmitglieder es auch nicht nachempfinden können, warum Willy beim Gedanken an diese Hütte so sentimental wird. Aber das geht wohl vielen Kindern so, wenn ihre Eltern von früher schwärmen. Doch dann wird es wieder ganz unsentimental, um nicht zu sagen handfest. Hey, hey, sei sehr vorsichtig mit diesem Karton. Das ist ganz kostbare Fracht. Muss es wohl, wenn es genauso kostbar ist wie schwer. Es ist unser Farbfernseher. Naja, du hast gesagt, es gäbe keinen Fernseher hier oben. Es gibt hier keinen Fernseher, weil in dieser Gegend kein Strom vorhanden ist. Und so ein Fernseher lässt sich ohne Strom nicht betreiben. Na toll, dann ist die Perikomo-Show auch im Eimer. Und was ist da drin? Eure Mikrowelle. Aber die hat sich ja dann gleich miterledigt. Ha, ha, ha. Das dürfte sich wirklich erledigt haben. Nachdem jetzt langsam klar ist, was gemacht wird und was nicht, was geht und was nicht, kehrt fast so etwas wie weihnachtliche Stimmung ein in diese Hütte, die Willy so viel bedeutet. Wieso liegt ihm eigentlich so viel daran? Und wie ist er überhaupt dazu gekommen? Das war eine schlimme Geschichte. Mein Vater verlor seine Arbeit und dann verloren wir das Haus. Wie verliert man denn ein Haus? Nein, nein, nicht so verloren. Das Haus war... Wir konnten einfach die Zahlungen nicht mehr aufbringen. Und da mussten wir eben raus. Und es war mitten im Dezember. Wir saßen buchstäblich draußen auf der Straße. Und Mr. Foley hörte, was uns passiert war. Er sagte, er hätte diese Hütte in den Bergen und wenn wir Lust hätten, könnten wir da so lange bleiben, wie es uns gefällt. Wisst ihr, an diesem Weihnachten, da hatten wir gar nichts. Wirklich absolut nichts. Keine Geschenke, kein Spielzeug. Gar nichts. Aber es war das schönste Weihnachtsfest, an das ich mich erinnern kann. Und wo war Mr. Foley? Nur in seinem Haus in der Stadt. Da hatte er bestimmt eine Innentoilette. Also, im letzten Monat bekamen wir einen Brief, dass Mrs. Foley krank ist und dass wir die Hütte benutzen dürfen. Und prompt habt ihr freudig zugesagt. Wir finden hier kein Verständnis. Das ist vorübergehend. Ach. Oh, entschuldige, Daddy. Wir werden bestimmt eine schöne Zeit haben.
schmückt das Haus mit grünen Zweigen. La 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 la. Na komm schon, Billy, du musst das jetzt aufhängen. Wo hast du denn das Weihnachtsgrün gefunden? Draußen natürlich. Du hast einen tollen Pulli an. Oh, vielen Dank. Der neue Perry Como-Look. Das ist lustig. Weißt du, er sieht ein bisschen aus wie... Er ist es. Natürlich, das ist das Weihnachtsgeschenk für Willy. Zieh den Pullover wieder aus. Was hast du damit wieder angestellt? Ich trage ihn. Er sah so verloren aus in deinem neuen Morgenmantel. Schatz, du hast für mich einen Morgenmantel? Wie es scheint. Was heißt denn, wie es scheint? Er ist in der Schachtel neben dem Karton mit Brians Fahrradteilen. Ich krieg ein Fahrrad zu Weihnachten? Ja, super. Darf ich es auspacken? Nein, nein, mein Sohn. Du wirst doch wohl bis zur Bescherung warten können, oder? Na gut. Alf, das sind Weihnachtsgeschenke. Und sie sollen erst geöffnet werden, wenn die Bescherung stattfindet. Außerdem sollen sie eine Überraschung sein. Und sie sind nicht von dir, wenn ich mich nicht irre. Du irrst dich aber. Schau dir die Anhänger an. Für Willi von Alf, für Kate von Alf, für Lynn von Alf. Für Alf von Alf, für Brian von Alf. Hast du die Schildchen ausgetauscht? Wann habe ich schon Zeit zum Einkaufen? Er ist der große Spender. Er steckt seinen Namen an Brians Fahrrad und erzählt ihm dann auch noch, was es ist. Ich habe ihm nicht gesagt, dass es rot ist. Es ist rot? Ich dachte, ich locke ihn damit auf eine falsche Fährte. Erzähl doch keinen Quatsch. Er kriegt doch ein rotes Fahrrad. Das stimmt nur halb. Du weißt es doch selbst. Es ist ein Fahrradbausatz. Ah, gut, es braucht doch eine kleine Montage. Kleine Montage? Hast du die Bauanleitung gelesen? Alles, was wir brauchen, ist eine Zange, ein Schraubenzieher... Und jemanden, der wenigstens ungefähr weiß, wie es gemacht wird. Ich hänge jetzt das Weihnachtsgrün auf. Daddy, warte. Ich glaube, das ist kein Weihnachtsgrün. Was soll das sonst sein? Ich glaube, es ist Gifteiche. Es hat die typische Blattform. Kate, fang an zu pumpen. Fließend Wasser wäre jetzt sehr willkommen. Habe ich recht, Willilein? Du hast keine Ahnung, nicht wahr? Du hast überhaupt keine Ahnung, was es für uns bedeutet, Weihnachten zu feiern. Du denkst, es genügt, andere Leute Geschenke aufzumachen und allen auf die Nerven zu fallen. Schatz, bitte. Ist es nicht an der Zeit? Ist es nicht allerhöchste Zeit, dass er endlich einmal lernt, Rücksicht auf uns zu nehmen? Also nimm deine Giftpflanze, schnapp sie dir und verschwinde raus in den Wald. Das ist hart. Aber wenn ihr ständig mit Alf zusammenleben müsstet, würde euch auch mal der Kragen platzen. Alf hat gerade noch Zeit, sich hinter einem Baum zu verstecken, als Mr. Foley mit seinem Lieferwagen vorgefahren kommt, aussteigt und auf die Tenners zugeht. Darf ich bekannt machen, das ist Brian, das ist Lynn und das ist unser Mr. Foley. Hi. Hi, Mr. Foley. Schön, Sie kennenzulernen. Ich wollte gerade eine Kleinigkeit zu essen machen. Leisten Sie uns Gesellschaft? Oh nein, danke, Mrs. Tanner. Ich bin gerade auf dem Weg, eine Ladung Spielzeug zum Krankenhaus zu bringen. Und ich dachte, ich schau mal vorbei und frag, ob ich was aus der Stadt mitbringen soll. Eine Ladung Spielzeug. Das Stichwort für Alf. Unbemerkt schleicht er sich zum Lieferwagen und klettert in den Laderaum. Und so merkt er auch nicht, dass Mr. Foley anschließend... doch halt. So weit ist es noch nicht. Erstmal entdeckt er die tollsten Sachen. Wow. Oh, das ist ja die Kopie eines Batu-Raumschiffs. Das richtige Verbreien. Aber es fliegt nicht. Eine rollende Katzenplatte. Genau richtig für Lucky. Ich schenke sie Kate. Wisst ihr, Mr. Foley repariert das Jahr über Spielzeug, das Kinder weggeworfen haben. Und am Weihnachtsabend bringt es in die Stadt, ins Krankenhaus und verteilt es da. Oh nein, nicht ich, Willy. Ich bringe die Sachen dem Weihnachtsmann und er bringt sie dann zu den Kindern ins Krankenhaus. Und nun sagen Sie uns, wie geht es Ihrer Frau, schon besser? Also, ich will den Weihnachtsmann nicht warten lassen. Frohes Fest. Danke. Einen Augenblick, Mr. Foley. Können wir irgendwas für Sie tun? Ich meine... Oh, ja, das hätte ich ja fast vergessen. Ihr Weihnachtsgeschenk. Oh. Und nicht vergessen, es wird nicht vor der Bescherung aufgemacht, okay? Oh. Aber...
Margaret ist vor 2 Wochen von uns gegangen. Ich hatte nicht die Zeit, allen zu schreiben. Oh, Mr. Foley! Mr. Foley, können wir nicht doch irgendwas für Sie tun? Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten für euch alle! Kommt alle raus! Kommt mit mir! Ja, so ist schön. Und jetzt singen wir alle ein Weihnachtslied. Wir wollen singen, wir wollen lachen, wir wollen allen Freude machen. Denn heute kommt der Weihnachtsmann zu uns. Gut, los, gleich nochmal. Wir wollen singen, wir wollen lachen, wir wollen allen Freude machen. Denn heute kommt der Weihnachtsmann zu uns. Dass der Weihnachtsmann zu den Kindern kommt, geht ja noch an. Aber ratet mal, wer zwischen den Spielsachen liegt, die Mr. Foley jetzt vor den Kindern ausbreitet. Tja, Alf hat leider nicht rechtzeitig aus dem Lieferwagen springen können. Und so ist er im Krankenhaus gelandet. In einem Stapel von Puppen, Baseballschlägern, Teddybären und Süßigkeiten. So, da wollen wir mal sehen. Wie gefällt euch denn das? Ah, ist das das Richtige? Danke. Also, fröhliche Weihnachten. Na, und wie heißt du denn, mein Kind? Katie. Katie? Katie, ich habe etwas für dich, das ist so lieb wie du und ist so hübsch wie du. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten, Katielein. Ich hatte einen Baseballhandschuh bestellt. Den habe ich beiseite gelegt. Ich hoffe, es ist der richtige. Ja, danke, den habe ich mir gewünscht. So, und jetzt, wer bist du denn? James. Tja, James, ich habe noch einen Baseballschläger und diese komische Puppe. Was ist das? Das weiß ich auch nicht. Ich passe. Ich erinnere mich gar nicht, dich hier reingebracht zu haben. Eine Schönheit bist du gerade nicht. Sie hat hässliche große Ohren und große komische Augen. Aber mir gefällt sie sehr gut. Sie ist viel schwerer, als sie aussieht. Danke, Weihnachtsmann. Oh, du musst dich nicht bedanken. Ich hätte auch gern einen Geschenk für dich. Oh, das ist sehr nett von dir. Aber Geschenke sind an Weihnachten gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man von sich selbst etwas gibt. Und du hast mir ein wunderbares Geschenk gemacht, weil du so schön Danke gesagt hast. Ich werde sie Amanda nennen. Ich heiße Tiffany und bin 8 Jahre alt. Wie alt bist du, Amanda? Ach, du bist auch 8 Jahre. Das ist schön. Willst du lieber deine Füße hochlegen? Ja, willst du? Okay. Tiffany, geh bitte in dein Bett. Wir müssen jetzt Temperatur messen. Ja, gut. Aber Amanda möchte vorher gemessen werden. Amanda? Oh, hallo. Herzlich willkommen. Mal sehen, ob ich noch ein zweites Thermometer bei mir habe. Na bitte, da ist eins. Also, Amanda, es tut überhaupt nicht weh. Schön den Mund aufmachen. Okay, und jetzt messen wir Tiffanys Temperatur. Danke. Gute Nacht, Tiffany. Gute Nacht. Gute Nacht, Amanda. Da ist Tiffany also wieder allein mit Alf. Verzeihung, mit Amanda. Nur wenn die Kleine es nicht sehen kann, schüttelt Alf seine steifen Glieder und schickt einen gequälten Blick zur Zimmerdecke. Wie lange wird er Tiffanys Monologe wohl noch über sich ergehen lassen? Amanda, bitte komm doch rein. Ich bin so froh, dass du mich besuchst, denn wir haben noch so viel miteinander zu besprechen. Möchtest du Tee und Plätzchen? Alle Leute hier im Krankenhaus sind wirklich sehr nett, aber sie haben so viel zu tun, dass man nicht mit ihnen reden kann. So, bitte, ich werde dir einschenken. Die Kekse sind wirklich gut. Ich habe sie selbst gebacken. Wer ist denn dein Lieblingsfernsehstar? Meiner auch. Er ist sehr attraktiv. Wir haben sehr viel gemeinsam. Ja, früher war hier noch ein anderes Mädchen, aber sie haben es in ein anderes Zimmer verlegt. Ihre Mutter hatte Angst, sie würde traurig werden, wenn wir uns anfreunden. Weißt du, was dir fehlt, Amanda? Ohrringe. Hier habe ich ein schönes Paar. Die werden dich gut kleiden. Pink ist genau die richtige Farbe für dich. Warte mal.
Jetzt kann ich nicht mehr länger schweigen, mein Kind. Ich will ganz offen zu dir sein. Also, ich heiße Alf und nicht Amanda. Und hellblau ist meine Farbe. Ich bin ein Junge. Du kannst ja sprechen. Ja, und das ist gut so. Sonst hättest du mir wohl noch ein BH angezogen. Darf ich noch so ein Plätzchen haben? Das ist fantastisch. Ein ausgestopftes Tier, das spricht und meine Plätzchen isst. Das muss ich Schwester Hilda zeigen. Oh nein, nein, bitte. Erzähl es niemandem. Warum nicht? Weil ich kein ausgestopftes Spielzeug bin. Ich bin echt. Und ich bin in Gefahr. Du musst mir helfen, nach Hause zu kommen. Der Weihnachtsmann hat dich gebracht. Du gehörst mir. Ich muss es dir wohl genau erklären. Komm her. Nachdem Tiffany alles über Alf weiß, sieht sie schweren Herzens ein, dass sie sich von ihm trennen muss. Mr. Foley will gerade das Krankenhaus verlassen, als Tiffany ihn in einem der langen, grauen Flure findet und ihn bittet, ihr Alf gegen ein anderes Spielzeug einzutauschen. Aber es liegt nur noch ein kleiner Teddybär in der Karre. Er gefällt mir besser als Amanda. Bist du sicher? Ja. Nächstes Jahr kannst du Amanda einem anderen Mädchen schenken, das nicht so wählerisch ist. Du kannst sie beide haben, wenn du magst. Nein. Er ist langweilig. Ich meine sie. Aber vielen Dank, Weihnachtsmann. Entschuldigung, Dr. Willoughby. Störe ich Sie? George, Weihnachtsmann. Ich dachte, ich schaue mal vorbei und wünsche fröhliche Weihnachten. Und ich möchte Ihnen das hier geben, fürs Krankenhaus. Es ist nichts weiter. Vielen Dank, George. Ich danke Ihnen sehr. Und ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten. Wohin soll ich Ihnen die Quittung schicken? Ach, nicht nötig. Und öffnen Sie es erst morgen. Haben Sie schon alles verteilt? Alles außer dieser komischen Puppe. Tiffany hat sie mir wieder zurückgegeben. Tiffany wollte niemanden außer Ihnen zum Weihnachtsfest sehen. Ein anderes kleines Mädchen hat ihr gesagt, es gebe keinen Weihnachtsmann. Und sie hat mich gefragt, ob das wahr ist. Tja. Und was haben Sie ihr gesagt? Ich habe ihr das gezeigt. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Das war einer der berühmtesten Leitartikel aller Zeiten. Es gibt ihn so sicher, wie es Liebe, Großzügigkeit und Aufopferung gibt. Wie trostlos wäre diese Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Das wäre so traurig, als ob es keine Virginia gäbe. Ohne Weihnachtsmann gäbe es keinen Kinderglauben mehr, keine Poesie, keine Romantik. All die Dinge, die dieses Leben erträglich machen. Das ewige Licht des Kinderglücks, das diese Welt erfüllt, wäre für immer erloschen. Tiffany? Ja. Ich kann nichts für Sie tun. Was soll man einem kleinen Mädchen sagen, das kein nächstes Weihnachten mehr erleben wird? Und all das hört Alf mit an. Er schnürt ihm die Kehle zu. Er denkt kein bisschen mehr daran, was aus ihm werden soll. Er nützt die nächste Gelegenheit, unbemerkt von der Karre zu springen und schleicht zurück in Tiffanys Zimmer. Alf! Psst! Ich denke, du musst weg. Ach, ja, ja, ich, ja, das muss ich. Das muss ich. Kommst du wegen mir zurück? Ja. Ich wollte dir frohe Weihnachten wünschen. Frohe Weihnachten, Alf. Und ich wollte nachsehen, ob noch mehr von diesen Plätzchen da sind. Du hast alle gegessen. Auch das noch. Ich habe ein Bild von dir gezeichnet. Das bin ich? Ziemlich gut, hä? Aber wo ist meine Nase? Es war zu wenig Platz auf dem Blatt. Wer ist das? Das bin ich. Erkennst du mich nicht? Du trägst Flügel. Mhm. Du kommst nicht vom Planeten Bungaraya, oder? Nein. Ich bin von der Erde. Die Flügel sind bloß... Sie sind wunderschön. Alf, hast du Heimweh nach Melmac? Ja. Er fehlt mir sehr. Es war meine Welt. Da oben war alles, was ich kannte und geliebt habe. Und was fehlt dir am meisten? Meine Freunde. Ja,
Das glaube ich. Aber als ich auf eure Welt gekommen bin, habe ich neue Freunde gefunden. Wie die Tenners, bei denen ich jetzt lebe. Und dich, Tiffany. Und ich habe eine Menge Dinge auf dieser Welt entdeckt, die wir auf Melmark nicht hatten. Zum Beispiel? Sowas wie Bürgersteige und Tafelsilber. Und was ist mit Weihnachten? Euer Weihnachtsfest verstehe ich immer noch nicht richtig. Die Leute sind so reizbar mit ihren Geschenken. Das ist, weil sie es einfach nicht wissen. Was wissen? Beim Weihnachtsfest geht es nicht um Geschenke, sondern darum, etwas von sich selbst zu geben. Das hat der Weihnachtsmann gesagt. Seit ich dich kenne, weiß ich, was er damit meint. Alf, bist du wirklich von irgendwo da oben? Ja, von irgendwo da oben. Alf, kannst du so lange bei mir bleiben, bis ich eingeschlafen bin? Hey, null problemo. Soll ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Wenn du das möchtest. Ich werde auch bald in eine andere Welt gehen müssen. Und da gibt es nichts, was man dagegen machen könnte. Aber ich habe trotzdem Angst davor, Alf. Ich weiß, dass ich keine Angst haben sollte, aber sie kommt einfach. Das ist schon gut, Tiffany. Jeder von uns hat vor irgendwas Angst. Ich fürchte mich schon davor, abends einzuschlafen, weil ich Angst habe, dass ich morgen nicht mehr aufwache. Tja, dann tue, was ich tue. Wenn du nicht einschlafen kannst, denke ganz stark an das, was du am liebsten hast. Du meinst sowas wie Tautropfen auf einer Rose? Ja, das ist etwas sehr Schönes. Oder das Fell von einem Kätzchen? Ha! Ja, jetzt liegst du richtig. Weißt du, vielleicht ist in der anderen Welt, in die ich gehe, das ganze Jahr über Weihnachten. Könnte sein. Und alle Menschen sind dann meine Freunde? Ich glaube, so wird das sein. Und vielleicht sind alle genauso wie du, Alf. Naja, das wäre ja dann vielleicht des Guten etwas zu viel. Ha! Ich hab dich lieb, Alf. Ich hab dich auch lieb, Tiffany. Sieh dir das an. Daddy, du solltest es erst zur Bescherung öffnen. Oh, das war ein Versehen. Willi, er hat uns diese Hütte überschrieben. Und ich hoffe, Ihre Familie feiert noch viele schöne Weihnachtsfeste hier in dieser Berghütte. Wir können diese Hütte doch unmöglich als Geschenk annehmen. Warum nicht? Das ist doch toll hier. Ich würde gerne hier wohnen. Du nicht auch, Lynn? Was? Ja, klar. Nein, ich möchte hier nicht begraben sein. Aber ein gelegentlicher Besuch, wenn wir zufällig in dieser Gegend sind, wäre sicher ganz schön. Mr. Foley kennt uns kaum. Was kann er sich bloß dabei gedacht haben? Hat jemand Alf gesehen? Alf? Kinder, es wird ganz schön kalt. Ja. Ich glaube, es ist besser, ihr geht wieder zur Hütte zurück. Ich suche weiter. Also, ich suche jetzt auch noch weiter nach Alf. Du bist nicht warm genug angezogen. Weißt du, Alf hat einen Pelzmantel, aber du nicht. Aber Daddy, was ist, wenn er in eine Falle gerät oder ein Jäger auf ihn schießt? Oh, Alf ist viel herumgekommen. Ja, er hatte ein gutes Leben. Was ich meine ist... Ich bin sicher, Alf weiß, wie man in Deckung bleibt. Ich hoffe es. Ach, Willi, du und deine Hoffnungen. Ja, Alf ist in Deckung gegangen, aber anders als Willi meint. Dummerweise wird gleich ein junger werdender Vater seine Frau in das nächste Krankenhaus fahren. Okay, ich hab alles. Stoppuhr, Kassettenrekorder, die Mozart-Kassette, das Entbindungsbuch, Kamera, Filme, Münzen fürs Telefon, Tasche. Und was ist mit mir? Ach ja, richtig, Denise. Komm schon, Schätzchen. Das wird alles ganz normal verlaufen. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Wehen kommen schon in kurzen Abständen. Wir bringen Sie gleich in den Kreissaal. Es ist also alles in Ordnung? Alles läuft bestens. Sie meinen, das Baby kommt jetzt schon? Ziemlich bald.
Aber was ist mit dem Atmen? Wir müssen doch Atemübungen machen. Ja, Übungen oder nicht. Wir werden wohl weiter atmen müssen. Aber es ist mir doch erlaubt, bei der Geburt dabei zu sein, nicht? Weil ich möchte daran teilnehmen, wenn es geschieht. Sie dürfen die Nabelschnur durchschneiden. Das nicht. Wir geben intramuskulär 10 Milligramm Diazepam. Nein, bitte keine Beruhigungsspritzen oder Schmerzmittel. Ich möchte absolut klar und vollkommen wach sein. Es ist für ihn. Kelly, helfen Sie doch bitte unserem jungen Vater ein bisschen. Ich komm sofort, ich bin im Desinfektionsraum. Ich brauche mein Belichtungsmesser. Bleib da, Richard! Denise! Was passiert? Richard! Wie das passiert ist? Der nervöse Richard ist gegen den Fahrstuhlknopf gekommen, die Türen schließen sich und mit Denise geht's abwärts. Fahrstuhlmäßig natürlich nur. Dass in dem Fahrstuhl noch ein Wesen mit braunem Fell, Operationskittel und Mundschutz hockt, hat Denise noch nicht bemerkt. Ein Schreck zur Zeit reicht. Um Gottes Willen. Der Aufzug steckt fest. Der Aufzug steckt fest. Hilfe! Denise! Schnell, rufen Sie den Notdienst. Die sind alle schon nach Hause. Sehen Sie, ob Mr. Foley noch da ist. Vielleicht kann er uns helfen. Ja, sofort. Ach, wie sieht er denn aus? Roter Mantel, weißer Bart. Der Weihnachtsmann? Genau. Atmen, Denise, atmen! Oh, warum hilft mir denn keiner, bitte? Es kommt sofort jemand. Denise! George, der Fahrstuhl steckt fest. Ach. Bitte, bitte helft mir. Denise, Dr. Gordon Shumway. Ich weiß. Sie wiederholen sich. Ihre Stimmlage geht mir langsam auf die Nerven. Ich habe Ihnen doch gesagt, keine Drogen. Man hat Ihnen nichts gegeben. Und jetzt entspannen Sie sich, während ich Ihnen Sie sind Arzt? Ja, bin ich, natürlich. Von Melmark. Von der Melmark-Klinik in Minneapolis. Von ihr habe ich nie gehört. Ach, Denise, wir sind im Aufzug stecken geblieben. Da wollen wir doch nicht meine Referenzen in Frage stellen. Ich schlage ernsthaft vor, Sie beruhigen sich jetzt, okay? Okay. Gut. Also, was haben wir denn für ein Problem? Für ein Problem? Ich kriege gleich ein Baby. Verstehe. Gibt's noch eine zweite Diagnose? Was? Hey, ich muss mich in angemessener Weise vor Regressansprüchen schützen. Bitte, Doktor, würden Sie mir endlich sagen, was ich tun soll? Null Problemo, nur ein paar Routinefragen. Okay, welche? Erstens, wo genau kommen die Babys her? Sie wollen ein Arzt sein und wissen nicht einmal, wo die Babys herkommen? Nein, ich bin nicht verheiratet. Schon gut, alles klar, ich hab es. Also jetzt einfach entspannen und nicht pressen. Gleich ist es soweit. Und alles läuft programmgemäß. Ja, man könnte höchstens über die Luke in der Decke in den Aufzug kommen. Die Treppe. Denise! Das ist Sam. Sam? Daddy ist auf dem Weg. Daddy kommt sofort. Du bist das süßeste Baby auf der ganzen Welt. Ja, das bist du. Dr. Shumway, wenn Sie nicht gewesen wären, wie soll ich Ihnen nur danken? Alles ist gut. Und einmal danken reicht. Fröhliche Weihnachten. Sie könnten dem Baby meinen Namen geben. Ist nicht Gordon ein etwas unüblicher Name für ein Mädchen? Ein Mädchen? Haben Sie das nicht gesehen? Ach, ja, doch, natürlich. Natürlich, ich hatte es bloß vergessen. Ich habe jetzt so viel im Kopf. Nächste Woche habe ich ein großes Golfturnier. Wir brauchen einen netten, hübschen Namen für ein nettes, hübsches Mädchen. Wie wär's mit Tiffany? Tiffany? Das ist ein netter Name. Tiffany. Puh, das wäre geschafft. Und während Alf erleichtert aufatmet und sich ins Freie schleicht, sucht Dr. Willoughby eine Gelegenheit, mit George Foley zu sprechen. Auch der Doktor hat nämlich einen Briefumschlag bekommen. Mr. Foley. Hä? Oh ja, was gibt es denn? Ich möchte darüber mit Ihnen sprechen.
Sie sollten es nicht vor der Bescherung öffnen. Das müssen die Ersparnisse Ihres ganzen Lebens sein. Ach, das war eine Steuerrückzahlung. Ich kenne niemanden, der in dieser Höhe Steuerrückzahlungen kriegt. Und wenn Leute Spenden machen, dann sind es meist runde Summen. $100, $1,000. Ich möchte wirklich gerne mit Ihnen darüber sprechen. Möchten Sie vielleicht morgen mal bei mir vorbeischauen? Da habe ich schon andere Pläne. George. Manchmal, wenn wir jemanden verlieren, den wir lieben, ich weiß genau, was Margarine bedeutet hat. Gute Nacht, Doktor. Und frohe Weihnachten. Während Mr. Foley auf diese Weise einem peinlichen Gespräch mit Dr. Willoughby ausweicht, sitzt Willy zu Hause und kämpft mit der Gebrauchsanweisung zu Brians Fahrradteilen. Schieben Sie diese Scheibe. Wie viele Scheiben soll man eigentlich noch irgendwo schieben? Schieben Sie die Scheibe C über die Lenkstangentrommel. Siehe Zeichnung. Daddy? Ja? Kommt Alf wieder nach Hause? Er kommt ganz bestimmt. Ich bin sicher, dass er wiederkommt. Ich hoffe bloß, es gibt keinen Schnee. Ein ziemlich merkwürdiger Wunsch für einen kleinen Jungen. Aber Brian hat in diesem Augenblick nur Gedanken für Alf. Doch wo ist Alf? Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Wettervorhersage. Ich bin sicher, unsere Hörer werden das mit Interesse verfolgen. Es gibt gute Nachrichten für alle, die von einer weißen Weihnacht träumen. Die Wetterstation sagt 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee voraus. Die Stimme, die das sagt, kommt aus einem Autoradio. Der Fahrer des Wagens fährt wie benommen durch die stürmische Nacht. Er ist mit seinen Gedanken weit, weit weg. Mitten auf einer Brücke hält er das Auto an, steigt aus und geht auf das Brückengeländer zu. Nein, tun Sie das nicht! Wer ist da? Eine schöne Nacht, oder nicht? Verschwinde hier und lass mich in Ruhe. Tu es nicht, George. Woher kennst du meinen Namen? Wer bist du? Kenne ich dich? Ich weiß es nicht. Kennst du mich? Warte mal. Du bist doch nicht etwa diese komische Puppe, die ich den ganzen Tag rumgekarrt habe. Was bist du? Ich bin ein Außerirdischer von einem anderen Planeten. Ach ja. Wie bist du hergekommen? Mit meinem Raumschiff. Nein, nein, das kann nicht sein. Du bist ein Produkt meiner Einbildung und es gibt dich überhaupt nicht. Es gibt mich wirklich. Aber es ist nicht möglich. Wenn es dich gibt, dann nur in meiner Fantasie. Und ich glaube sowieso nicht an Außerirdische von anderen Planeten. Du existierst nicht. Ich komme mir vor wie in einer Regierungsdebatte. Oh mein Gott. Du bist der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann? Der heilige Nikolaus, der Weihnachtsmann. Jetzt erkenne ich dich. Er hat ein breites Gesicht und einen kleinen runden Bauch. Der wackelte, wenn er lachte, wie eine Schale mit Götterspeise. Hey, 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 nicht gleich persönlich werden. Ich will sowieso nach den Ferien etwas gegen mein Übergewicht unternehmen. Seine Backen waren ganz rosig und seine Nase wie eine Kirsche. Lass uns jetzt gehen. Nein. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Hast du nicht genug damit zu tun, durch die Kamine zu fahren und den Kindern Spielzeug zu bringen? Na was? Glaubst du vielleicht, das ist ein Ein-Mann-Job? Das war vielleicht früher so. Aber jetzt bin ich der leitende Oberweihnachtsmann. Und da muss ich ein bisschen Verantwortung an Leute wie dich delegieren. Wieso an mich? Wer wäre besser geeignet? Du hast Brian Tanner ein Weihnachten ermöglicht, wie es sein Vater in seiner Kindheit hatte, an das er sich sein ganzes Leben lang erinnern wird. Du bringst Berge von Spielzeug ins Krankenhaus und du zauberst ein Lächeln auf das Gesicht eines todkranken Kindes. Ob du es wissen willst oder nicht, George, du hast immer andere Menschen glücklich gemacht. Woher weißt du von all diesen Dingen? Hey, der Weihnachtsmann wird das wohl noch wissen. Er weiß, wann ihr schlafen geht. Er weiß, wann ihr aufwacht. Er weiß, ob ihr böse oder brav gewesen seid. Du weißt schon, dieser ganze Schmonses. Dann weißt du auch, warum ich nicht weitermachen will. Margaret ist tot. Es ist sehr traurig. Du fühlst dich verloren auf dieser Welt. Glaub mir, George, ich kann das nachfühlen. Aber du hast noch ein paar Aufgaben zu erledigen.
Du kannst die Leute, die dich nötig brauchen, doch nicht einfach im Stich lassen. Und wenn du Weihnachten wirklich begreifen willst, George, dann vergiss eins nicht. An Weihnachten geht es nicht darum, was du bekommst, sondern um das, was du von dir selbst gibst. Ich habe das von einem kleinen Mädchen gelernt und das ist noch gar nicht lange her. Wer weiß, woher sie es wusste. Du bist ein guter Mensch, George. Und ich kann es mir nicht leisten, dich zu verlieren. Und jetzt bring den Lastwagen wieder auf die Straße. Na komm schon, es gibt genug zu tun. Wo willst du hin? Bring mich nach Hause. Zum Nordpol? Ich fürchte, da reicht das Benzin nicht. Dann bring mich erst einmal zu Billy Tanner. Ich überlege, ob ich ihn nicht auch anwerben soll. Er ist gar nicht so unbegabt. Einverstanden. Ich wollte schon immer mal sehen, wie du den Kamin runterkommst. Ja, ich auch. Bei der Hütte angelangt, verabschiedet sich George Foley von Alf. Also, fröhliche Weihnachten. Und dir vor allem eine gute Nacht. Währenddessen sitzt die ganze Tanner-Familie bedrückt um den Tisch herum. Danke, Mami. Wird dir gut tun. Heißen Kakao? Das ist ein ganz schlimmes Weihnachten. Da ist irgendwas auf dem Dach. Der Weihnachtsmann? Nein, also ich glaube nicht. Sonst hätte man die Schlittenglöckchen gehört. Es ist der Weihnachtsmann! Das kann aber nicht sein. Vielleicht ist es ein Waschbär. Willi! Willi! Alf! Fröhliche Weihnachten! Überglücklich stürzen alle auf ihren geliebten Alf zu und erdrücken ihn fast mit ihren Umarmungen. Doch dann winkt Alf ab. Er hat nämlich einen Plan. Er will... Aber das erfahrt ihr noch früh genug. Erst müsst ihr Mr. Foley noch einmal ins Krankenhaus begleiten. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Auch deine Stimme habe ich schon mal gehört. Wahrscheinlich erinnerst du mich an jemanden. Möchtest du ein bisschen Tee und Plätzchen? Nein, vielen Dank. Aber vielleicht ein bisschen später. Im Augenblick habe ich hier so viel Arbeit, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ich könnte ein bisschen Verantwortung delegieren. Wärst du gern meine Assistentin? Was soll ich denn machen? Oh, zuerst gibst du mir mal bitte den Schraubenschlüssel. Null Problemo. Na, siehst du, das scheint ja mit uns zu klappen. Tiffany? Ja? Guten Tag, wir sind die Tanners. Ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Freund. Ah! Hi, ich bin Brian, das ist für dich. Guten Tag, Willi. Mr. Foley. Sag sie... Könntest du einen Augenblick sprechen? Hören Sie, nicht, dass wir das nicht zu schätzen wüssten. Nein, das tun wir wirklich. Also ganz ehrlich, und wir können Ihnen gar nicht genug danken. Es ist nur, dass ich glaube nicht, dass wir Zeit haben werden, sehr oft dort zu sein. Andere Leute sollten auch die Gelegenheit haben. Könnte es vielleicht, mit anderen Worten, Sie haben mit der Steuer Probleme. Wäre möglich. Dann werde ich es eben selber behalten und euch im nächsten Jahr wieder einladen. Das Feuer auf